Sie haben ein bewegtes Leben hinter sich, geprägt von Krieg und Neuanfang, persönlichen Glücksmomenten und Schicksalsschlägen. Wie war das Leben in den vergangenen 100 Jahren? Was war wichtig? Was hat Ihre Generation geprägt? Norddeutsche erzählen ihre Geschichte. Ein Jahrhundertleben. Viele Fehler gemacht. Vier Systeme erlebt, Erfahrungen gemacht, gute und schlechte. Die Nachkriegszeit, die war ja schrecklich. Dass wir einfach zusammen sein durften, das war für mich das größte Glück. Ich habe immer Glück gehabt. Ich bin immer weitergekommen. Schon als kleines Kind fliegt sie bei Soldaten im offenen Flugzeug mit. Sie heiratet mitten im Krieg und es vergehen Jahre, bis sie ihren Mann wieder sieht. Als die Rote Armee im Osten vorrückt, verlässt sie Hals über Kopf ihre Heimatstadt Königsberg und kommt mit dem Schiff nach Norddeutschland. Ich bin Helga Rode und bin in Berlin 1923 geboren. Das Schönste war immer das Fliegen. Das war immer das Schönste. Helga Rode erfüllt sich heute einen großen Wunsch, nochmal zu fliegen, vorne im Cockpit. Sie besucht einen Flugsimulator, zusammen mit ihrer Tochter Astrid, und erinnert sich an früher, denn ihre Kindheit hat sie auf dem Flugplatz in Königsberg verbracht. Das war eben das Schönste, wenn Flugtage waren. Dann kamen die Flieger aus dem Ersten Weltkrieg, haben sich die alten Maschinen zurechtgebastelt und sind dann im Sommer von Flugplatz zu Flugplatz gezogen und haben da vorgeführt. Meine Tante hatte das Flughafenrestaurant und war zu der Zeit die Mutter der Flieger. Also das waren Kerle, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und dann haben sie mich einmal sogar mitgenommen in diesen alten Maschinen, in einer offenen Maschine, also vorne, der fliegt und hinten saß ich denn drin offen. Also geboren bin ich in Berlin. Da war mein Vater Assistenzarzt in der Charité. Und meine Mutter war eine sehr gut ausgebildete Frau. Sie war ja einzige Tochter und hat eine Privatschule besucht. Als sie 5 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Sie wächst bei ihrer Mutter und ihren Großeltern in Königsberg auf. Mein Großvater hatte ein Fuhrunternehmen. Damals war ja noch kein Auto auf der Straße. Die Säcke mit Mehl, Zucker und was da alles war, das musste vom Bahnhof geholt werden und an die einzelnen Kolonialwarenläden abgeliefert werden. Am schönsten war immer, wenn ich den Pferden Hafer geben konnte, ohne dass die Kutscher und auch mein Großvater das sah. Hafer war das Teuerste und das Besondere eben nicht. Ihre Familie ist wohlhabend, aber sie nimmt wahr, wie schlecht es anderen geht. Also es waren wirklich solch miserable Zeiten, das kann sich keiner heute vorstellen. Das war unheimlich ärmlich. Und da wurden wir in der Volksschule aufgefordert, ob wir nicht nach Hause zum Mittagessen Kinder, die kein Essen zu Hause bekamen, die wurden dann verteilt auf die, die dann Essen hatten. Und so habe ich dann auch immer ein Kind mitgenommen zum Mittagessen. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, spaltet das die Familie. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden! In seinem Geiste! Also meine Großeltern waren für den Hitler und meine Mutter war dagegen. Naja, sie hofften, dass das besser wird. Als Hitler rankam, dann 1933, da ging's bergauf. Bei einem Fest lernt sie Horst kennen. Es ist ihre erste Beziehung. Ja, er war sehr bedacht und war sehr zurückhaltend. Was ich so von anderen hörte, dann, wenn die ersten Liebschaften hatten. Und da war ich noch nicht so weit irgendwie.
auf die Männer einzugehen und er war sehr rücksichtsvoll. Bei Kriegsbeginn wird Horst eingezogen. Wir haben uns ja nur immer geschrieben und ab und zu, wenn er Urlaub hatte, kamen wir dann zusammen, nicht? Ist eben ganz anders, als wenn man hier im Frieden so die ganze Zeit zusammen ist. Oh, hier kommt ja noch ein Hochzeitsbild. Mein Mann und ich, Weihnachten haben wir geheiratet. Es war ja im Krieg noch. Die ganze Familie und die noch vorhanden waren, sind zur großen Feier gekommen. Das war herrlich. Direkt nach der Hochzeit muss ihr Mann zurück an die Front. Inzwischen rückt die Rote Armee vor. Die Flucht aus Königsberg verboten, von Gauleiter Erich Koch. Helga und ihre Mutter widersetzen sich der Anordnung. Wenn man das alles stehen und liegen lässt und abschließt und dann geht, also das ist ein furchtbares Gefühl. So sah das vorher in Königsberg aus und das war dann nach dem Krieg. So sah Königsberg nach dem Krieg aus. Sie haben ein Flugticket nach Berlin. Doch als sie zum Flughafen wollen, ist der Himmel voller russischer Aufklärer. Der Flugweg abgeschnitten. Wir haben den Rucksack und im Rucksack waren Dokumente drin, eine Seite Speck, Messer und Gabel, Löffel drin und was noch? Zigaretten. Angro-Zigaretten, denn das war die Währung. Anders kam man gar nicht durch. Ende Januar versuchen sie wie hunderttausende andere noch auf ein Schiff zu kommen. Der einzige Fluchtweg. Und da stand ein Pram, ein offener, der sonst Kohle und sowas transportiert hatte. Und darauf, man muss sich immer vorstellen, immer im Gedränge. Und wir mussten ja beide versuchen, zusammenzubleiben. Das war nicht einfach. Aber wir haben es geschafft. Und wir waren, hatten ja Pelze an, ich glaube, Unterwäsche an, Gros und alles, das hatten wir am Leib. Und es wurde ja auch nicht ausgezogen, man lag ja da auf der Erde, war ein bisschen Stroh hingelegt. Die Nacht haben wir dann da verbracht. Und dann sind wir weiter und in Pillau sind wir auf den Eisbrecher gekommen. Bei minus 20 Grad steigen sie auf die Stettin. Ihr Ziel, die Danziger Bucht. Noch heute, 79 Jahre später, weiß sie genau, was sie damals empfunden hat. Was passiert jetzt? Was wird jetzt sein? Es war ja Krieg. Wir hätten ja auch von oben bombardiert werden können, nicht? In ihrer unmittelbaren Nähe wird die Gustloff mit Tausenden von Flüchtlingen versenkt. Sie und ihre Mutter bleiben verschont. Durch die Zigaretten, die sie dabei haben, erfahren sie sogar bevorzugte Behandlungen auf dem Eisbrecher. Und dann muss man da gucken, ja. Von der Stettin steigen sie später um auf ein Walfangschiff. Nach insgesamt 2 Wochen auf der Ostsee kommen sie endlich in Eckernförde an. Da stand dann die einheimische Bevölkerung und die hat sich dann ausgesucht, die Leute. Das war ein älteres Ehepaar, die auf uns zukam und sie nahmen uns nun mit. Es war ein größerer Hof, ein sehr schönes, großes Haus, alles wunderbar. Und dann haben sie uns in den Kuhstall geführt und da wurden wir untergebracht. Was meinen Sie, was wir da geweint haben? Über Umwege gelangen sie nach Winsen an der Luhe. Helga arbeitet in einem Büro. Sie schreibt Briefe an ihren Mann an der Front, die nie ankommen. Als der Krieg zu Ende ist, kommt ihr Mann in Italien in Kriegsgefangenschaft. Für Helga und ihre Mutter brechen schwere Zeiten an. Es ging ja dann in den ersten Jahren immer ums Essen. Also ich habe dann die Kartoffel ausgenommen beim Bauern, bekam kein Geld, sondern ich wollte Kartoffel haben dafür. Wir hatten ja Marken und die Marken haben uns nicht ernährt. Da wären wir verhungert. Und eines Tages kehrt Horst zurück. Und ich komme runter, da steht er in einer alten Uniform, nach einem Jahr Gefangenschaft. Tja, und hier bin ich, sagt er. Ja, wiedererkannt habe ich schon, aber dünn und
Malaria hatte er dann auch und also war sehr, sehr zusammengeschrumpft. Aber das spielte ja keine Rolle. Man hatte sich wieder, nicht? Das war die Hauptsache. Sie bekommen zwei Kinder, erst Clemens und zwei Jahre später Astrid. Sie ziehen an die noble Hamburger Elbchaussee, in ein kleines Reihenhaus, wo sonst nur Villen stehen. Ja, die Butterseite ist eben die auf der Elbseite wohnen. Die Margerite-Seite war die andere Seite, die nicht zur Elbe war. Man hielt sich da eben getrennt. Das fanden wir sehr unangenehm. Ihren Kindern bringt sie bei, nicht auf Äußerlichkeiten zu achten. Und dass Unterschiede in der Herkunft keine Rolle spielen dürfen. Und sie vermittelt Disziplin. Sie sollten vor allen Dingen auch im Sport alles lernen, was sie nur lernen konnten. Weil ich empfand aus meiner Erfahrung, wenn man da ertüchtigt ist, dann kommt man durch. 1979 stirbt ihr Mann an den Spätfolgen der Malariaerkrankung. Sie reist viel. Ihre Kinder leben mittlerweile auf verschiedenen Kontinenten. Zwei weitere Heiratsanträge lehnt sie ab. Sie bleibt der Elbchaussee treu und zieht in eine Seniorenresidenz, einige hundert Meter von ihrem Haus entfernt. Wieder auf der Margarine-Seite. Ihre Tochter Astrid ist regelmäßig aus London zu Besuch. Sie haben ein enges Verhältnis, telefonieren täglich. Die Flucht hat ihre Mutter bis heute geprägt. Du läufst immer, du willst immer schnell irgendwo ankommen. Man muss unbedingt vorne stehen, auch in Schlangen und so. Ja, sonst wäre sie nicht aufs Schiff gekommen. Es ging ja um Leben und Tod. Und wie blickt Helga Rohde selbst auf 100 Jahre Leben zurück? Ich habe immer Glück gehabt. Ich bin immer weitergekommen. Und was hinterlässt sie? Mutig zu sein. Keine Angst zu haben. Meine Mutter hat keine Angst. Sie ist in der Weimarer Republik geboren. Die Großeltern Sozialdemokraten, in der Gewerkschaft engagiert. Sie erlebt die Nazizeit als junges Mädchen, den Aufbau des Sozialismus in der DDR und ist die wohl älteste noch aktive Schauspielerin im Norden. Mein Name ist Helga Wiedenhöfer. Ich bin geboren am 2.5.1928 in Fürstenwalde an der Spree. Ihr Glas ist immer halb voll, nie halb leer. Ihr täglicher Sport, zwei steile Treppen in ihrem Zuhause in Barth, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert wohnt sie hier in einem Reihenhäuschen zur Miete. Im Norden fühlt sie sich seit einem halben Jahrhundert zu Hause. WH, wie sie liebe- und respektvoll von ihren Kollegen genannt wird, hat heute Probe. Sie spielt eine der Hauptfiguren in einer Kriminalkomödie in der Barther Boddenbühne. Wir machen jetzt 1-4, glaube ich, ne? Ja, ja, ich kann das eigentlich, aber Moment. Auf unser zivilrechtliches Engagement. Prost! Auch mit 95 Jahren ist sie fest im Ensemble. Im Winter spielen sie im Theater, im Sommer in großer Robe Open Air. Ich stehe seit meinem 19. Lebensjahr auf der Bühne. Theater ist für mich Lebenselixier. Als Helga Schulz wächst sie in Köthen auf, heute Sachsen-Anhalt. Sie ist Einzelkind. Ihr Vater, ein Schriftsetzer. Die Bleibuchstaben schädigen seine Lunge. Er stirbt mit 46 Jahren. Die Mutter ist Verkäuferin. Helga liest gern, verschlingt die Romane von Jack London. Wir haben ja schon gut gelebt. Die meisten hatten ja noch ein Plumpsklo, ne? Wir hatten schon Wassertoilette, aber zwei Zimmer. Großes Wohnzimmer mit Arbeitsschreibtisch für meinen Vater und Schlafzimmer. Aber zur Toilette runter, eine Treppe. Zwei Türen weiter über den Hof, Wassertoilette. Aber das war trotzdem schon ein Fortschritt, ne? Im Zweiten Weltkrieg mit 15 muss sie sich entscheiden. Arbeit in der Landwirtschaft oder bei der Kinderlandverschickung.
Mehr als 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche aus luftkriegsgefährdeten Städten werden vorübergehend in die sogenannte Kinderlandverschickung gebracht. Helga spielt mit ihnen, lenkt sie ab von Heimweh und Kriegswirren. 1945 kommt sie zurück nach Köthen. Sie verdient ihr Geld mit Näharbeiten, Scherenschnitten, um Gesangsstunden zu finanzieren. Schauspielerin will sie werden. Eine Freundin nimmt sie mit ins Theater. Zum Casting, würde man heute sagen. Ich habe keinen Ton. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mal ruhig klein, haben sie gesagt. Das ist das Lampenfieber, das vergeht wieder. Und seitdem bin ich dann am Theater. Als Elebe, als Mädchen für alles. Wir haben also wurden gleich in den Spielbetrieb integriert mit stummen Rollen, kleinen Rollen und bloß zu rufen, Boni, Boni, Schatz, komm doch oder was weiß ich. Aber um sich auszuprobieren und so weiter. Ne? 3 Jahre dauert ihre Ausbildung am Theater Köthen. Ballett, Schauspiel, Gesang, Sprecherziehung. Sie spielt am gleichen Haus wie Ruth Maria Kubitschek, Horst Tappert, Heinz Quermann. Es ist die Zeit des Wiederaufbaus und der Lebensmittelkarten. Bis 1958 gab es in der DDR Brot, Butter, Fleisch streng rationiert. Haferflocken kann sie damals nicht mehr sehen. Jetzt esse ich sie wieder, weil wir alles aus Haferflocken gemacht haben. Falsche Brathering, falsche Klopse und Hafergrütze. Also Haferflocken waren für alles gut, ne? Es ist die Zeit, in der klar wird, dass die DDR einen anderen Weg einschlägt als die BRD. 1952 verkündet der SED-Parteichef Walter Ulbricht, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Heißt Verstaatlichung von Betrieben und Planwirtschaft. Die 24-jährige Helga ist unpolitisch. Noch. Ich war ja Theatermensch. Und für mich war 50 Jahre Theater. Ich habe wenig Kontakt zu anderen Leuten gehabt. Wir haben Kultur aufs Land, davor wir ja mit dem LKW auf jede kleine Klitsche und so weiter. Ne? Und spielten überall. Also das war schon interessant. Sie spielt sich durchs Repertoire der Theater in ganz Ostdeutschland. Kultur wird vom sozialistischen Staat bezuschusst und gefördert. Jeder soll sie sich leisten können. Mit 28 wird sie schwanger, heiratet sofort. Ich war in der kleinen Stadt ein Star. Und das ging nicht. Ich musste verheiratet sein, wenn ich das Kind kriege. Das ist die alte bürgerliche Tradition. Uneheliches Kind, um Gottes Willen. Ich hätte sonst nicht geheiratet. Heutzutage ist das überhaupt kein Problem. Überhaupt keine Frage. Ne? Ja. Sie bekommt nacheinander 2 Söhne, lässt sich früh scheiden. Sie zieht die Kinder mit Hilfe ihrer Mutter groß. Gleichberechtigung der Frau ist seit 1949 in der Verfassung der DDR festgeschrieben. Über 90% der Frauen arbeiten. Es gibt Kinderkrippen, Kindergärten, Betreuung nach der Schule. Das war gut, dass diese Gemeinschaft unter den Menschen war, dass die Menschen einander viel mehr nicht futterneidisch waren, aber oh, gibst du mir, gebe ich dir eine tauschhafte Blüte. 1974 wird aus der Schauspielerin Helga Wienhöfer die Kulturfunktionärin. Sie baut einen Jugendclub auf. Aber wer Mitglied sein wollte, musste in einen von den Zirkeln gehen und musste was tun. Und wir hatten alles, wir hatten Siegelclub, wir hatten ein Kabarett gemacht, wir hatten einen Deko-Zirkel, wir hatten einen Werkzirkel, wir hatten einen Technik-Zirkel, wir hatten einen Digital, Schallplattenunterhaltungszirkel. Also es hatte jeder was zu tun. Ne? Und wir haben Veranstaltungen gemacht für die Urlauber, wo unsere Leute gekellnert haben und so weiter. Wir haben wirklich was auf die Beine gestellt. Ne? Die erste Zeit wohnt sie sogar im Clubhaus, direkt über der Diskothek. Noch heute geht sie einmal die Woche hierher, zum Keramikkurs. Sie liebt es, etwas mit den Händen zu schaffen, in Gesellschaft, nur nicht vereinsamen. Dienstag ist Keramik, das ist doch logisch.
Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ach, diese Woche gehe ich da nicht hin oder diese Woche habe ich keine Lust, sowas gibt es nicht. Das ist eben auch so eine Sache der Erziehung. Die Eltern stehen nicht mehr dahinter, auch beim Sport. Ne? Ich würde doch sagen zu meinem Kind, also du hast dich dafür entschieden, da gehst du hin. Das begreife ich nicht und das wird in meinen Kopf auch nicht reingehen. Die Wende, die deutsche Einheit, erlebt sie als rastlose Rentnerin. Mit 64 beginnt sie wieder Theater zu spielen. Hauptrollen in zwei großen Inszenierungen pro Jahr. Dein Antrag. Langweilig. Man braucht ihn nein. Deine Dichtkunst ist grauenhaft. Sie ist furchtbar. Sie freut sich schon auf das Sommertheater ihrer Bader-Bodden-Bühne, Open Air. Unzählige Rollen hat sie in den vergangenen 30 Jahren dort gespielt. Ich fand es faszinierend, in andere Menschen schlüpfen zu können und andere Gefühle sichtbar zu machen und ausleben zu können, was andere gedacht haben. Und dann die Bühne ist eine andere Welt. Unantastbar, da ist man für sich, da kann man alles rauslassen. Ne? Ja, mit dem Wissen von heute würde ich vieles anders machen, aber auf jeden Fall wieder zum Theater gehen. Ja, was sagt Loriot? Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Dasselbe aufs Theater übersetzt. Ihr Wunsch? Frieden, Frieden, Frieden. Das ist das Allerwichtigste. Und ein bisschen mehr Toleranz, weniger Streitereien, weniger Geldgier. Und dass vielleicht mehr auf die Menschen geachtet wird als auf Gewinne. Sie konnten nicht unterschiedlicher aufwachsen. Auf einem Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern treffen sich ihre Lebenswege. Der des ostpreußischen Flüchtlingsmädchens und der des Sohnes eines Gutspächters. Eine Liebesgeschichte seit fast 80 Jahren. Ich bin Edeltraud Raspe. Ich bin geboren am 22.12.1928 und ich war das 9. von 10 Kindern. Es war ein ganz kleines Dorf in Masuren, ziemlich an der polnischen Grenze. Und unser Hof lag wunderschön an einem See. Wir waren praktisch Selbstversorger. Also wir hatten ja kein Telefon, dass irgendwie Gäste sich anmelden konnten. Und wenn einer von den Verwandten mit dem Pferdewagen ankam und uns besuchen wollte, dann ist egal, ob die gerade in der Ernte waren oder gedroschen wurde. Da wurde der Dreschkasten abgestellt. Mein Vater hat dann die Gäste ins Wohnzimmer gebracht. Da bekamen die Männer einen Schnaps und dann wurde aufgefahren. Sie erinnert sich, als sie zum ersten Mal von Hitler hört. Da ist sie 5 und ihre Eltern machen sich große Sorgen. 6 Jahre später bricht der Krieg aus. Nachher, als die Front immer dichter kam, wir hörten ja schon, wer weiß wie lange, den Kanonendonner und sahen schon, dass Häuser brannten und die Front immer dichter kam. Und es war verboten, schon einen Wagen vorzubereiten für die Flucht. Und das durfte keiner das Zuhause verlassen, die Bauern. Und am 19. kam unser Bürgermeister und hat gesagt, also die Front ist so dicht, wir müssen Ostpreußen verlassen. Ihre Oma, ihre Mutter und ihre jüngste Schwester versuchen noch mit dem Zug zu fliehen. Ihre ältere Schwester Hilde und sie machen sich mit dem Panierwagen auf den Weg. Und mein Bruder Otto, der Soldat war, hatte uns eine Pistole mitgegeben. Und diese Pistole hat meine Schwester in einen Beutel getan. Wenn die Russen uns einholen, dann schießen wir uns beide einfach in den Kopf. Wir wollen nicht den Russen in die Hände fallen. Wir sind Tag und Nacht gefahren und die Straßen waren natürlich alle verstopft. Und dann sind wir einfach immer nach Westen gefahren. Und eines Tages kam mir ein Soldat entgegen und hat gesagt, wir gehen jetzt weiter nach dem Westen an die Front, aber da kommt ihr nicht mehr durch. Ihr müsst jetzt nach dem Norden fahren und könnt nur noch übers Haff rüber. Und da hat er mir so einen kleinen Kompass gegeben. Ich weiß genau, es war die Nacht vom 8. auf den 9. Februar. Und wenn der
8. oder 9. Februar ist, dann bin ich jedes Jahr irgendwie ganz nervös, auch heute noch. Auf jeden Flüchtlingswagen, der übers Haff kam, wurde ein verwundeter Soldat draufgelegt. Und wir hatten auf unserem Wagen einen, der war noch ziemlich jung, der war wohl 18 Jahre oder so, und der hatte nur noch ein Bein. Und der hatte dann auch geweint und er hat immer nach seiner Mama gerufen. Und das, also wenn ich daran denke, fällt es mir heute noch schwer, daran zu denken. Jedenfalls sind wir dann da mit unseren Panzerwagen aufs Eis gefahren. Aber durch diese Bomben, die da immer runtergeworfen wurden, war das Eis schon ziemlich kaputt geschossen. Und es war dunkel, es war nicht Vollmond oder was. Und wir haben wohl eine Route übersehen. Auf einmal waren unsere Pferde eingebrochen in das Eis. Und dann haben wir den Wagen rückwärts raus aufs feste Eis gezogen. Und da war ja auch noch der verwundete Soldat drin. Und haben das auch geschafft, dass das eine Pferd aufs feste Eis gekommen ist. Und dann haben wir versucht, auch das zweite Pferd aus dem Eisloch zu kriegen. Zum Schluss schnaufte das nur noch in diesem Eisloch. Und da ist meine Schwester an den Wagen gegangen, hat die Pistole geholt und hat dem Pferd in den Kopf geschossen. Und dann ist das Pferd untergegangen. Vom 21. Januar bis 22. März waren wir mit Pferd und Wagen unterwegs. Wir kamen dann morgens dann nach Paris und da wurden unsere Wagen gleich vors Waschhaus gebracht. Wir wurden aufgenommen, nicht wie Flüchtlinge, sondern wie Gäste. Und da habe ich mich in ein frisch bezogenes Bett gelegt, das weiß ich noch heute, und habe gedacht, das ist wie im Himmel. Jetzt ist die Flucht endlich zu Ende. Jetzt dürfen wir uns ausruhen. Sie trifft auf die beiden Söhne des Gutspächters. Und als ich die beiden jungen Männer da sah, habe ich gedacht, na ja, ganz so langweilig kann es ja hier nicht werden. Und kurze Zeit später war Peter mein Freund. Mein Name ist Peter Raspe, geboren am 5. Mai 1928. Peter Raspe wird als uneheliches Kind geboren. Seine Eltern wollen ihn zur Adoption freigeben. Als das nicht klappt, bringen sie ihn in ein Kinderheim nach Großborstel in Hamburg. Dort wächst er bei zwei Pflegemüttern auf. Die waren also herzensgut, nicht? Aber ich habe nie Mutti gesagt oder Mama gesagt. Und das waren meine ersten 10 Jahre, die ich da in Großborstel erlebt habe. Im 11. Lebensjahr erfährt er plötzlich, wer seine Eltern sind. Die Heimzeit endet. Ich weiß es nicht, ob die Mütter das veranlasst haben, ob da meine Eltern das veranlasst haben oder ob der Nationalsozialismus das veranlasst hat. Jedenfalls wurde das Heim aufgelöst. Und da haben meine Eltern mich geholt. Sie wollen ihn mitnehmen nach Paris in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Eltern leben. Ich bin mit ins Auto gestiegen und wir fahren jetzt nach Paris. Ich meine, dass das gar nicht abgesprochen wurde, sondern ich war auf einmal weg. Es war schon ein bisschen merkwürdig alles. Er erfährt, dass er noch 3 jüngere Geschwister hat. Sie leben nun als Familie zusammen auf einem großen Gutshof, den der Vater gepachtet hat. Also ich habe meinen Vater von 1939 bis 40, also ein gutes Jahr, richtig als Vater erlebt. Und ich hatte auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst. Denn er war sehr aufbrausend. Der Vater stirbt 1940 an Diphtherie. Ich hatte eine Mutter, sie war freundlich, sie war liebevoll, sie konnte fantastisch kochen, sie war auch lieb zu uns und Sie mögen es glauben oder nicht, ich habe sie nie in meinem Leben lachen hören, laut, herzlich lachen hören. Sie war immer ernst. Ich bin dann auch oft, sehr oft in der Natur alleine spazieren gegangen
und gelaufen und ich habe das Wild beobachtet. Ich habe Wildschweine und Rehrudel und sowas alles beobachtet. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man auf so einem Gut lebt, wie frei man lebt. Wir hatten Krieg, aber es war nicht zu spüren. Wir haben überhaupt nicht gelitten. Wir hatten alles. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie Edeltraud dann nach Paris geflüchtet ist, die war sprachlos, wie wir noch gelebt haben. Und ich habe gedacht, das gibt es noch nicht. Die merken hier noch gar nichts von dem ganzen Krieg und von der ganzen Flucht. Die Kinder gingen noch zur Schule, wurden mit dem Milchauto in die Schule nach Grevesmühlen gebracht. Und das war alles wie bei uns zu Hause, bevor wir von zu Hause weggingen. Es wird der Sommer ihres Lebens, 1945. Und in der alten Scheune stand ein alter Wagen. Ein Landauer. Ein Landauer. Und da sind wir immer hingegangen, wir beide, wenn wir allein sein wollten, und haben uns in den Landauer gesetzt. Da waren schöne weiche Polster und da haben wir uns unterhalten. Ich sag, ob Sie sich daran erinnern können, als Sie 16 waren und das erste Mal verliebt und den ersten Kuss gekriegt haben. Ich habe es sehr genossen, war sehr überrascht. Und war sehr verliebt in meinen Peter. In Paris haben alle Mädchen nach dem Peter geguckt. Und ich habe ihn mir für mich gekrallt. Dem wunderschönen Sommer folgt ein bitterer Herbst in der sowjetischen Besatzungszone. Irgendwie brach ja in Paris derart Typhus aus, wie die anderen Güter das eigentlich gar nicht so hatten. Und in der Zeit, wo meine Mutter im Krankenhaus war, fand die Enteignung statt. Von dem Bürgermeister bekam ich dann es schriftlich, dass ich im Umkreis von 100 Kilometern Paris zu verlassen habe. Peters Mutter stirbt an der Typhuserkrankung. Er ist jetzt 17, vollweise und hat kein Zuhause mehr. Er geht nach Hamburg. Edeltraud bleibt in Paris zurück. Sie sind getrennt durch die unterschiedlichen Besatzungszonen. Die Nachkriegszeit, die war ja schrecklich. Und bis wir geheiratet haben, das waren schwere Hungerjahre. Ja. Wir hatten weder Geld noch eine Wohnung noch Eltern, die uns unterstützen konnten. Es war manchmal auch nicht gerade üppig und da mussten wir schon sparen. Viele Jahre leben sie in getrennten Städten, nie zusammen. Sie arbeitet als Kontoristin, er als Gärtner. Im Jahr 1954 wendet sich ihr Leben. Nach 9 Jahren Liebe auf Distanz ziehen sie das erste Mal in eine gemeinsame Wohnung. Sie heiraten und bekommen Tochter Petra. Dass wir einfach zusammen sein durften, das war für mich das größte Glück. Und da ging es uns schon besser. Da haben wir gesagt, gut, wir können uns auch ein zweites Kind leisten. Und dann ist die Christa noch geboren. Also wir haben nach unseren Möglichkeiten unseren Kindern so viel Liebe, wie wir konnten, gegeben. Wir waren 70 Jahre verheiratet, 80 Jahre kennen wir uns. Jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, da fassen wir uns bei den Händen und sagen, mal gut, dass wir noch beide zusammen im Bett liegen. Wer kann das schon mit 95? Also ich möchte, dass mein Mann, solange ich lebe, lebt. Ich möchte nicht alleine sein. Und Sie? Ja, im Grunde genommen ja das Gleiche, aber das geht ja nicht, ne? Groß wird sie in einfachsten Verhältnissen auf dem Land. Als ihr Bruder mit nur 17 Jahren stirbt, ist das ein schwerer Schicksalsschlag für die ganze Familie. Ihre beiden besten Freundinnen haben mit ihr die Schule besucht. Treffen sind bis heute Pflicht. Ich heiße Hiltrud Hartus, bin geboren in Osnabrück am 25.09.1928. Das ist wunderschön anzusehen. Das gehört zu meinem Leben und eigentlich auch zu unserer ganzen Familie. Blumen sind meine Lebensfreude und die bleibt bei mir.
Kurz nach ihrer Geburt zieht sie mit ihren Eltern und ihrem 2 Jahre älteren Bruder Winfried aufs Land, ins Dörfchen Brake bei Sulingen im Landkreis Diepholz. Hiltruds Vater ist Lehrer, wird dorthin versetzt. Die ganze Familie muss sich hier an ein einfacheres Leben gewöhnen. Wir lebten in einem strohgedeckten Haus, ganz alte Form, mit Diele und mit Ställen. Das war alles sehr einfach, sehr primitiv. Toilette war ein Plumpsklo im Stall mit dem kalten Wasserstrahl, der im Winter aus einer Pumpe kommt. Den können Sie sich kaum vorstellen. Da soll sich ein Kind dann mit kaltem Wasser auch waschen. Soll ja sehr gesund sein. Aber wir fanden das weniger interessant gesund, sondern unangenehm. Hiltrud und ihr Bruder verbringen viel Zeit draußen in der Natur. Das Haus hat einen großen Garten. Die Kinder müssen mit anpacken. Das gehört einfach dazu. Das ist unser Riesengarten. Da muss alles geerntet werden. Da müssen die Hühner gefüttert werden. Und jeden Sonnabend den Garten auch noch schön haken. Fanden wir als Kinder nicht notwendig. Aber das musste sein und wurde gemacht. 1935 wird Hiltrud eingeschult. Sie geht gern zur Schule. Ihre Eltern, beide Lehrer, nehmen sich von Anfang an viel Zeit für sie und ihren Bruder. Großartig. Eltern waren wirklich nur für uns da. Die gingen nie irgendwie weder in eine Wirtschaft noch zu Veranstaltungen. Gab es natürlich auch alles noch nicht viel, auf dem Lande schon gar nicht. Die Eltern haben eigentlich nur für uns gelebt. Und das haben wir genossen, das haben wir einfach gerne hingenommen. Während des Krieges wird ihr Bruder Winfried eingezogen, mit 17. Er kommt an die Ostfront und fällt kurze Zeit später. Der ist so verletzt worden, ob er gleich gestorben ist. Wir haben nie von einem wirklichen, ein Grab gibt es gar nicht. Das war am allerschwersten für meine Mutter, die wirklich ständig immer am Handtuchtrockenhalter stand und sich ihre Tränen wischen musste. Weil wir eigentlich gelernt hatten, man jammert nicht. Aber das war gar nicht zu verhindern. Wenn ich dran denke, dann geht es mir jetzt schon wieder. Meiner Mutter stärker als mir, obwohl ich meinen Bruder sehr gerne hatte und heute immer mich gerne noch an seinen Geburtstag erinnern und gerne noch einen Bruder hätte. Hiltrud und ihre Eltern wohnen am Stadtrand von Osnabrück, bleiben dort vom Bombenkrieg verschont. Sie geht nach Kriegsende auf die städtische Oberschule für Mädchen in der Innenstadt, macht 1949 Abitur. Schon ein Jahr danach das erste Klassentreffen. Eine Tradition, die bis heute anhält. Wir alten Knochen, ne? Hallo. Aus der Klasse von 1949 kommen 74 Jahre später noch 3 Mitschülerinnen regelmäßig zusammen. Heute zum 390. Mal. Sie haben mitgezählt. Als wir das Klassentreffen nun begannen, da hat uns das sehr gefallen, dass wir uns wirklich persönlich näher kamen. Und da kam allmählich eine schöne Freundschaft zustande. Und die ist tatsächlich gewachsen. Später, als sie verheiratet sind, dürfen auch die Ehemänner mit zu den Treffen kommen. Nimmst du Zucker in die Tür? Ja, ich nehme alles, was dich macht. Sie reden aber auch über die schwierigen Jahre. Über das Jungsein während des Krieges, die Bombenangriffe oder den Hunger nach Kriegsende. Und das ist ganz furchtbar wichtig. Die anderen verstehen es ja gar nicht. Also ich kann meinen Kindern das auch erzählen, die würden das nie. Mein Enkel, der versteht es gar nicht. Ich kann es ihm versuchen zu erklären, aber da ist er weit, 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 weit weg. Und das können wir eben nur, die wir das wirklich erlebt haben, zusammen. 1950. Nach dem Abitur möchte Hiltrud Hartus Innenarchitektin werden. Bewirbt sich deshalb zunächst für eine Tischlerlehre. Doch niemand will die junge Frau einstellen. Da habe ich mich auch erkundigt damals.
da waren nur Männer, da gab es noch gar keine Innenarchitektin. Das wollten die Meister nicht gerne. Die wollten ihre jungen Männer dabei haben. Hedruds neuer Berufswunsch? Lehrerin für Hauswirtschaft. Sie macht erst eine Schneiderlehre, fängt dann in Wilhelmshaven an zu studieren. Das Studentenleben ist bescheiden. Wir haben in diesen primitiven Baracken, natürlich Mädchenbaracken und Jungsbaracken, so etwa 20 Personen in einer Baracke. Aber dieses Zusammensein und dieses sich aushelfen, wenn Referate verteilt wurden, auch die Semester vor allem, die hatten die ja sicher auch schon, dann haben wir uns kennengelernt. Und das war so wundervoll, dass wir immer sagen, kein Student heute, der irgendwo in einer kleinen Einzelbude lebt, ist so gut dran wie das Zusammengehörigkeitsgefühl bei uns. Abends wird viel gefeiert und getanzt. Studentinnen und Studenten gemeinsam. Hedrud lernt Hans Hartus kennen. Sie verlieben sich. 1955 wird geheiratet. Ganz ohne förmlichen Antrag. Das haben wir alles nicht so, wie man das heute macht, mit Kniefallen und sowas allem. Das brauchte ich nur nicht. Das war auch noch nicht üblich. Ich weiß das nicht von anderen. Aber bei meinem Mann habe ich sofort gemerkt, dass das gar nicht ausgesprochen zu werden braucht. Das konnte man auch erfüllen. Hedrud und Hans bekommen zwei Töchter, bauen ein Haus in Osnabrück. Obwohl beide studiert haben, arbeitet nur er als Lehrer. Sie übernimmt die Kindererziehung. Da war immer bei mir auch noch der Gedanke, ich habe das so gut gehabt. Meine Mutter war immer gegenwärtig zu Hause. Das kannte ich. Und da habe ich gedacht, Kinder möchtest du ja ganz gerne zwei haben. Und die möchtest du auch anständig erziehen. Und das kostet Zeit und das kostet auch deine gesundheitliche Kraft. Und das war für mich insofern leicht. Als die Kinder älter werden, beginnt Hedrud Hartus wieder zu arbeiten, gibt hauswirtschaftliche Kurse in der Volkshochschule. Mit ihrem Mann teilt sie die Leidenschaft fürs Reisen. Die beiden sind so oft es geht gemeinsam unterwegs. 65 Jahre lang sind Hedrud und Hans verheiratet. Er stirbt am 13. November 2020. Wie ihre Tochter immer sagt, ihr seid eine Einheit. Und das war auch immer so. Für dieses wundervolle gemeinsame Leben darf ich nur dankbar sein. Diese Dankbarkeit, die ist immer noch ganz genauso bei mir. Hedrud Hartus lebt heute so selbstbestimmt und selbstständig wie möglich. Seit wenigen Wochen kommt nun auch ab und an die nächste Generation, Urenkelin Maler, zu Besuch. Ich wünsche dir einen ähnlichen Weg, wie das bei mir mit so viel Zufriedenheit und Freude geendet hat. Und mit sehr viel Dankbarkeit. Das ist das, was ich jungen Menschen gerne wünsche.